Kicker, Kämpfer und Legenden. Juden im deutschen Fußball und beim FC Bayern München. So lautet der Titel der neu eröffneten Sonderausstellung in der Erlebniswelt des deutschen Rekordmeisters. Neben Karl-Heinz Rummenigge war auch Charlotte Knobloch anwesend, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Der Verein möchte an die grausamen Verbrechen im Nationalsozialismus erinnern, im Zusammenhang mit dem deutschen Fußball. Charlotte Knobloch bedankt sich dafür, dass sie sich schon seit vielen Jahren und mit vielen Projekten, die auch unseren Sportclub Maccabi betreffen, sehr für die Erinnerungskultur, für unsere demokratischen Werte, gegen Antisemitismus, gegen Rechtsextremismus und gegen Fremdenhass einsetzen. Fremdenhass, in den Stadien dieser Welt immer noch ein gegenwärtiges Problem. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau und dem Stadtarchiv München wurde diese außergewöhnliche Ausstellung auf die Beine gestellt. Große Persönlichkeiten wie der legendäre Bayern-Präsident Kurt Landauer oder auch Kicker-Begründer Walter Bensemann werden intensiv gewürdigt. Zum 70. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz leistet der FC Bayern einen Beitrag zur Erinnerungskultur. Der FC Bayern ist hier ein absolutes Vorbild, vor allem auch für die jungen Menschen, weil er hier, glaube ich, nicht falsch zu liegen, der einzige Sportclub in Deutschland ist, der sich nicht nur seiner Vergangenheit widmet, sondern der, wie wir jetzt gerade in der Ausstellung auch gesehen haben, sich dem allgemeinen Thema der Verfolgung und der Diskriminierung von jüdischen Fußballfunktionären, von jüdischen Fußballspielern, von Trainern widmet. Lobende Worte von Charlotte Knobloch. Erst kürzlich dagegen hatte die 82-Jährige den FC Bayern kritisiert, wegen eines Testspiels in Saudi-Arabien. Die Partie sorgte für reichlich Zündstoff, da in dem Land gegen Menschenrechte verstoßen wird. Auch Ex-DFB-Präsident Zwanziger hatte heftig gegen die Bayern geschossen. Der Club gesteht Fehler ein. Man hätte das besser machen können, indem man ganz einfach das ja auch kundtut. Ich meine, was da passiert ist mit diesem Blogger, der dort ausgepeitscht ist, das ist natürlich ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Das hätten wir wahrscheinlich im Vorfeld des Spiels ansprechen müssen. Ich weiß noch nicht, ob wir deshalb dort nicht hätten spielen sollen, weil es sind ja auch Fans in Saudi-Arabien, die den FC Bayern sehen möchten, und das sind ja nicht nur Politiker. Mit der Ausstellung trägt der Verein einen Teil zur Vergangenheitsbewältigung bei. In diesem Fall ist der FC Bayern ein positives Beispiel. Ich bin ein Fan des FC Bayern im Sportlichen, und ich bin jetzt auch ein Fan in der Angelegenheit Erinnerungskultur, wie ich es ja schon gesagt habe.